Na dann, hier sind sogar noch ein paar Merlin-Rätsel, aber leider müssen wir jetzt nach dort oben klettern. Das ist ja doof. Wir hatten auch noch ein paar Items, die wir identifizieren können im Raum der Wünsche. Und wir sollten auf jeden Fall vor der Endmission, maybe schaffen wir die heute gar nicht mehr, I don't know, aber sollten wir auch nochmal ein bisschen kaufen und verkaufen. Gibt es bestimmt noch so das ein oder andere Item, das man sich mal in die Tasche hauen könnte. Hoffentlich. Willst du keine Felsen mehr rumdrehen? Letztes Mal ja im ersten Versuch geklappt. Bin ich sehr froh, dass du das absolut richtig in Erinnerung hast. Aber irgendwie, nee, mir ist gerade nicht nach Felsen drehen. Häufig hat man ja so Tage, ne, wo man aufwacht und sich denkt, heute ist so ein Drehertag. Aber nee. Einfach unglaublich. Unglaublich, ja. Heute ist nicht so ein Tag, Poppy. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkälber am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer wirklich hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Dann lass uns gehen. Yeah. Kannst du das fassen? Echte Schnatzer! Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Etwas seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Sie hat eine ganze Menge. Und wir haben Doran auf unserer Seite. Selbst wenn die Wilderer auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg. Katzis! Ja, aber irgendeine Scheiße muss ja trotzdem passieren. Hier riecht es schon wieder nach alter Magie. Das ist auf jeden Fall sehr verdächtig. Aber erstmal müssen wir hier drin noch schnacken. Ja, was wird passieren? Drehen die Wilderer durch? Oder die Zentauren? Oder wir? Oder... Ich grüße euch. Moin. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Lipendi! Gewiss. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Das stimmt, ich wollte wissen, ob ich ihn auch flippen kann. Anscheinend nicht. Seinen Milchshake will ich aber auch lieber nicht haben. Der soll uns lieber beantworten, wie er eine Hose anziehen würde, ja. Über alle vier Beine oder nur über den hinteren Hinternteil so? Während es natürlich auch den vorderen Hinternteil gibt, man kennt's. Ja, ja, anatomisch komisch. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal den Stein platzieren. So. Ha! Ich frage mich, ob die Säulen sich bewegen. Das ist eine sehr gute Frage, Poppy. Ist ein bisschen wie so eine Kindersendung, oder? Oh mein Gott, Poppy, das ist eine echt gute Idee. Kinder, hört ihr, was Poppy sagt? Akio. So, wir können die Säulen drehen, aber warum? Damit wir dort drüben alles richtig beleuchtet kriegen? Aber das ist ja eigentlich Schwachsinn, die dann an eine Position zu stellen. Das hat ja sicherlich mit den Runen hier draußen zu tun, oder? Welche Runen sind denn gerade am Leuchten? Die Sonne und das Tentakelauge. Okay, also das Tentakelauge ist doch schon mal an, oder nicht? Also da könnte die Säule richtig stehen. Das andere war die Sonne. Die ist dort vorn. Jetzt ist die Frage, müssen wir die Symbole anleuchten oder da die Säule hinstellen? Könnt ihr mir vorstellen, dass Säule hier. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ja, vielleicht. Akio! Mal gucken. Kann ich dich bewegen? Ja, mitkommen. So, sehr gut. Dass wir dich hier hinstellen. Und das hat absolut keinen Effekt. Jetzt ist diese hier an, oder was? Warum ist die jetzt an? Was macht denn das für einen Sinn? Wait a minute. Das habe ich gerade noch nicht geschnallt von dem Rätsel. Kelton, hi. Das war jetzt eigentlich der Plan, dass wir die beiden anmachen. Es sind ja auch so kleine Extrakreise hier noch im Boden, ne? Hängt es davon ab, wie es einrastet? Oder doch davon, wie es leuchtet? Wann ändert sich das denn? Weil es leuchtet ja immer noch die dort. Das ist ein bisschen
merkwürdig. Aber es ändert sich so gar nichts, ne? Egal wie ich die schiebe gerade, die bleibt aktiv. Sie ist sehr mystisch. Vielleicht hat das was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ja, vielleicht, Poppy. Vielleicht ist es so. Aha, guck mal. Jetzt leuchtet die. Okay. Also hat es eher damit zu tun, dass es wichtig ist, wo das hinstrahlt und nicht, wo die Säule steht. Ja? Das könnte sein. Das heißt, wenn wir die dort haben wollen, dann müssen wir... Die möglicherweise... Kommst du mit jetzt? Komm mal. Unglaublich. Müssen wir die vielleicht eher hier so hinstellen? Like this? Ah, okay. Jetzt haben wir Nummer 1. Das ist das Tentakelauge. Und Nummer 2 war die Sonne. Le Sunshine. Das ist genau hier dann gegenüber. Dann steht die jetzt natürlich exakt falsch. Weil ich dachte... Zack. Die Säulenposition ist hier der Real Shit. Erstmal ein bisschen rumgaloppieren hier, als hätte ich so ein Holzschwert. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Wenn du noch einmal was sagst, Poppy, dann nagel ich deine Fresse an die Bar. Ich sag's nur. So. Ich glaube, die muss noch ein Stück, oder? Ich glaube, das ist noch nicht so, wie ich das haben wollte. Aber vielleicht... Na, jetzt ist es zu weit, glaube ich. Ja, jetzt ist die... Es ist hier... Millimeterarbeit. Ja, ja, ist die Säulentechnik. Jetzt vielleicht. Immer noch nicht. Ist ja merkwürdig. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Da rastet er ein. Das war's. Hey! Ein Durchgang. Ich nehme an, wir alle wissen, was dahinter liegt. Und jetzt muss ich euch verlassen, fürchte ich. Vorerst jedenfalls. Du kommst nicht mit rein? Wenn die Schnatzer hier sind, wird die Herde sich selbst von der Wahrheit überzeugen wollen. Vor allem Alec. Geht ohne mich. Ich werde zurückkehren, sobald ich kann. Okay. Danke, Bruder. Hat das eigentlich was mit Licht und Schatten zu tun? Poppy, danke für den Hinweis, ne? War nicht ernst gemeint. Schnell den Hammer verstecken und die Nägel. Hast du Brot? Nein, wir haben nur Licht und Schatten. Ja, war doch ein nices Rätsel. Das war doch noch im Rahmen und nicht zum völligen Verstand verlieren. So mag ich meine Rätsel, dass wenn man failt, man direkt eine andere Eingebung bekommt. Das konnte Zelda ja auch häufig recht gut. Außer beim Sternerzählen. Das vergessen wir wieder. Okay. Schickes Gemäuer. Revelio. Wir haben auf jeden Fall ein paar Kisten. Ich sehe keine Gegner. Heißt das, das ist mal eine große, fette, schick eingerichtete Höhle? Ohne Spinnen? Kann ich mir fast nicht vorstellen. So viele Bücher. Du kennst das Arbeitszimmer meiner Oma nicht. Ja, das besteht nur aus Büchern. Auch die Möbel bestehen aus Büchern. Wenn man einen Stift nimmt, um mit dem zu schreiben, ist der Stift eigentlich ein Buch. Sieh dir die Malereien an. Revelio. Das sind alles Tierwesen. Dieser Ort muss zu ihrem Schutz entstanden sein. Sie hatten nichts zu befürchten. Jo! Wie kommst du darauf? Die Wildererlager fühlten sich immer so erdrückend an. Dieses Gefühl war überwältigend. Zumindest für mich. Hier spüre ich nur Sicherheit und Ruhe. Das Gegenteil von einem Wildererlager. Ja, das ist doch süß. Auch wenn diese Statue hier vielleicht ein bisschen verdächtig wirkt, solltest du nicht am dunklen Portal stehen, hä? Konfring! Vielleicht Schichtwechsel. Ah ja, so mag ich meine Statue. Und jetzt haben wir die umgedreht, jetzt steht sie doch wieder am dunklen Portal. Perfekt, eine ausgefallene Nachtmütze. Wait a minute, da muss ich aber dringend mal checken, wie die aussieht. Kopfbekleidung. So. Die ist aber wirklich sehr, sehr gut, Junge. Leider ist sie schlechter als unser Hut, aber... Die trägt ihren Namen zurecht. Ist aber wirklich wie beim letzten God of War. Du hast nicht mehr Zeit, dich umzuschauen und dann, ja, hier ist ein kleiner Tipp, ne? Über uns und links. Oben, rechts, hinten, Hilfe. Das sind Gegner, ja. Das machen sie gern. Die Frechdachse. Oh, Knöterich ist immer gern gesehen. Knöterich, ich töte dich, ist ja auch ein bekannter Reim in der Zaubererwelt.
Das klingt auch ein bisschen kreativer als immer nur rumawadern. Kommen wir hier durch? Nein? Sehr stylisches Auftreten. Oder? Finde ich aber auch. Kannst du mocken, wenn du willst. Will ich das? Vielleicht. Ah, guck mal, hier sind sogar kleine Brutboxen, oder was? Da lag aber länger nichts drin, ha? Dafür haben die aber überall Geld liegen lassen. Das finde ich sehr sympathisch. In dieser Welt vertraut man keinen Banken, deswegen lässt man sein Geld einfach überall random liegen. Großartig. Dann müssen wir uns hier nur ein bisschen durchburnen. Aber auch das ist ja jetzt nicht so das Problem. Hoffe ich. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Okay. Bin mir sicher, wir finden gleich etwas, Poppy. Wie zum Beispiel diese Kiste. Oh, was ist das denn dort? Ist das irgendein Schalter? Sieht ja verdächtig aus. Fetter Baum in der Mitte. Na, wir schweben erstmal hoch. Wir gucken mal. So. Und hoch hinaus. Ja, perfekt. Noch mehr von diesen Brutkörben. Und hier liegt etwas Geld. Perfekt. Tja, wir könnten die Kiste jetzt natürlich einfach darüber ziehen, ne? Aber was ist mit dem Ding? Was soll mir das sagen? Feuer? Konfringo! Okay. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Soll ich das wiedererkennen? Akio! Das ist auch ein netter Würfel. Ja, vielleicht müssen wir den irgendwo reinpacken. Oder ach, Poppy, Junge Poppy. Was macht sie denn? Oh Gott. Ah ja, den können wir hier draufstellen. Okay, das ist der feurige. Dann brauchen wir jetzt noch den lilanen. Ich glaube, das ist eine neue Mechanik. Ich bin bei Gryffindor gelandet, tatsächlich. Fand ich auch ganz nett. Die kenne ich. Da dachte ich mir, das passt auf jeden Fall. Like this. Nach Hogwarts war, glaube ich, laut Abstimmung Spider-Man und Alan Wake als die nächsten Kandidaten. Wo ich noch nicht genau weiß, wann, wie, wo. Teil 1 und 2 gibt es, glaube ich, bei beiden. Da habe ich noch nicht so den genauen Plan, aber irgendwie in der Richtung. Dich nehmen wir auch mit. Wunderbar. Und perfekt, Junge. Das war ein Träumchen. Wie lange willst du heute noch machen? Die Abendstreams gehen meistens so bis 0 Uhr. Plus minus, je nachdem, ob das Game auch gerade einen Cut erlaubt. Oder nicht so. Okay, ist das jetzt richtig? Sieht nämlich irgendwie nicht so aus. Aber der ist doch richtig, ja? Da brennst doch sogar unter ihm. Warum bei dir nicht? Willst du noch ein Stück verschoben werden? Akio. Oder ist das gar nicht das Rätsel? Doch. Jetzt. Ja, jetzt wieder runtergeschoben. Junge, was ist das denn? Poppy, bist du dagegen gelaufen, oder was? Oder muss der schweben? Hä? Wait a minute. Livioso. Nee, nicht der, sondern der. Die Bodenplatten sind mit Symbolen versehen. Ja. Und das ist eindeutig diese komische Schneeflocke. Und hier drüben... Hier drüben... ist dieses Feuerding. Das könnte bedeuten... Weil der linke ja an ist... Und ich auf den auch Feuer gewirkt habe, um den runterzuholen... Dass wir... bei dem dann maybe Eis benutzen müssen? Glacio! Oh, wegen Schneeflocke. Okay. Natürlich. Wie clever. Wow. Ja, da weiß man wieder, warum man Abitur gemacht hat, ne? Stark. Tauben. Die kleine Poppy Sweetie. Oh. Vergessen, wie man Spuren verlässt. Oder Raben. Was Junge. War das? Ja, was war das wohl? So viel ist sicher. Holy shit. Glacio. Oh, yo. Imperium. Wie kann ich dir helfen? Nette gelbe Jacke. Wie kann ich dir helfen, Junge? Jawohl, Junge. Okay, die ballern da drüben sehr, sehr gut. Lästiges Unkraut. Finde ich sympathisch. Oh, Vorsicht. Elendes Unkraut. Schön Kettenblitz jetzt, Junge. Junge, der Baum. Zauberstäbe bereit. Der Kampf hat gerade erst begonnen.
Oh, dann hätte ich mir das eventuell aufheben sollen. Kaukohl! Sieg und Sieg! Yo! Kurzio! Imperium! Toll! Der da im Arresto war. Wie überaus schwach! Levioso! Komm, trink! Normaler! Ja! Vorsicht! Schön rollen! Niemand erledigt einen von uns und überlebt! Junge! Die sind zornig! Aber. Was war das? Den haben wir auch. Was geht denn ab? Junge, wie viele? Was? Was geht denn ab grad? Holen wir mal noch eine Venemosa. Dachte ich. Okay, da ist sie. Jo, Heiltrank. Jo. Und eine Alraune. Sehr schön. Avada geht noch nicht. Scheiße. Junge. Ich glaube, das waren alle. Seid ihr unverletzt? Ich wollte zurückkehren, bevor es zu spät ist. Uns geht's gut, aber wärst du nicht rechtzeitig gekommen? Ich hab sie hergeführt, Doran. Du hast mit uns gegen deine Art gekämpft. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Jetzt glaube ich, was Doran mir sagte. Sie sind es, die ich sah, Alec. Beende deine Arbeit hier, Bruder. Noch nicht alles, was du vorhergesehen hast, ist geschehen. Okay, ja, lässig. Cooler Fight gewesen, hat gebockt. Warum dissen die alle meine Pflanzen? Der lässt eine Pflanze für dich kämpfen. Zack, Gesicht weggeätzt. Ja, dann lernen die jetzt auch mal warum. Aber schön, wie wir komplett Kettenblitz Avada Kedavran. Und dann so erster Satz. Oh, schön, wir haben es geschafft, ne? Toll, ja. Schönes Wetter heute auch. Boy, die hatten Bock. Aber gut, dass weder unsere Freunde noch die Zentauren einen Fick draufgeben. Das finde ich sehr, sehr schön. Bin übrigens dafür, dass auf die Liste auch Red Dead 2 gesetzt wird, wenn wieder gevotet wird irgendwann. Ja, also auch abhängig davon, wie Baldur's Gate ankommt, ne, da habe ich immer ein bisschen Angst bei so leicht größeren Games, die dann auch nur Englisch-only sind. Da müssen wir auch mal gucken, das ist ja so ein bisschen Premiere. Aber wenn das gut läuft, wenn uns das gefällt, dann ist Red Dead auf jeden Fall auch ein Game, was ich nicht nur immer wieder gewünscht wurde, Rebellion, sondern was mich auch durchaus interessieren würde. Das könnte sein. Aber erstmal sind wir ja eh 5 Jahre mit Baldur's Gate beschäftigt. Und dann mal gucken. So, ihr Zentaurenlümmel. Hier ist noch eine Tür. Das ist wieder Licht und Schatten, ha? Aber da dürfen wir schon rein. Rebellion. Aber das scheint zu gehen. Wow. Also wer auch immer diese ganzen Türen animiert hat, der hatte halt wirklich auch ultra Bock, oder? Holy shit. Da. Da sind sie. Ah. Nice. Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen. Und ihr wollt, dass wir... Ich wollte immer nur, dass sie sicher sind. Und das sind sie. Du solltest das tun. Oh, schön Rührei jetzt. Avada! Ah, zum Glück doch nicht. Nochmal richtigen Zauber gepickt.
Ey, wie sehen die denn aus? Bei Merlin, wie wunderbar. Junge, das ist einfach Tweety von Jumba. Nur wohin mit ihnen? Sie brauchen noch Hilfe. Und sobald jemand von ihrer Rückkehr erfährt... Ihnen wird nichts geschehen. Die Zentauren sorgen dafür. Das schwöre ich. Ehre. Danke, Doran, für deine Hilfe bei der Suche und deinen Einsatz. Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind. Die Wilderer hätten das nie getan. Vergiss das nie. Nice. Ihr habt heute mutig gekämpft. Erlaubt uns, ab hier zu übernehmen. Wenn es dir nichts ausmacht, Doran, würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen. Das ist ja toll. Die sehen aus wie diese Küken von den Klingeltönen früher, Mann. Einfach die feinsten Tennisbälle. Geil. Okay, ich bin Fan von denen. Das hat sich sehr gelohnt, die zu retten. Oder zu finden. Beides, I don't know. Ich würde es wieder tun. Modrolux mit der 16. Dankeschön. Ja, aber jetzt zur Feier des Tages kannst du ruhig mal flippen. Flipendo. Schade, Mann. Der gönnt wirklich gar nicht. Weißt du, die Kuh ist viel cooler als du. Revelio. Zumindest in dieser Hinsicht. Was liegt hier denn noch? Irgendwelche Kohlepfannen? Dachte, wir kriegen noch ultra fetten Loot, aber... Incendio. Der wahre Loot ist unsere neue Freundschaft, oder? Das hier ist eher so die Wärmequelle, damit die Küken nicht frieren. Süß. Die waren toll. Ja. Laut Lore wurde damals mit den Schnatzern Quidditch gespielt. Irgendwann hat man sich zwecks des Tierschutzes für Bälle entschieden. Das ist eine Geschichte, die man tatsächlich gut glauben kann, weil man weiß, es geht um Menschen, die sich das so ausgedacht haben. Scheiße. Oh Mann. Können wir da nochmal ranzoomen? Ich glaube, nein. Da sitzen sie einfach, Junge. Geil. Perfekte Bälle. So mögen wir das. Look at my perfect balls. So werden wir den Leuten von den Schnatzern erzählen. Gut. Dann schauen wir mal, was wir noch in unserem Büchlein haben. Harlows letztes Gefecht. Mit Nutty beim Cup am Herrenhaus. Hallöchen, das Altherrenhaus. Na gut, wir kommen aber gar nicht hier raus, oder was? Ich kann die Karte gar nicht aufrufen. Muss ich wirklich normal erstmal rausrennen, oder wollte einer von euch jetzt noch quatschen? Ich war so vogelfixiert. Ja, nein, okay. Cool. Na, dann hatte seine Sternkuckerei anscheinend doch letztendlich recht. Ich freue mich. Und sogar eine Alraune haben wir mal benutzt. Hat sogar irgendeinen Erfolg gegeben, ne? Ich war so auf den Kampf fokussiert. Hab nur die Hälfte geschnallt von dem, was sonst so abgehen ist. Es waren so viele Gegner und so viele Schilde und... Krank. Aber dennoch geil. Das war am Anfang so ein bisschen meine Befürchtung, dass wir dahingehend die Schwierigkeit steigern. Dass wir A, von Gegnern überrannt werden und B, dann eben diese Gegner mit verschiedenen Zaubern und so gekontert werden müssen und ich da völlig die Kontrolle verliere. Aber du kannst auch einfach eine Alraune ziehen und die schreit dann so laut, dass eh alle völlig die Fassung verlieren. Und wenn ich die Kontrolle verliere und die Fassung, dann ist das wie durch Null teilen. Also, läuft bei uns. Waren das nicht sogar zwei Erfolge? Tatsächlich, wegen schwarzer Magie auch? Ja gut, ich benutze ja keine bösen Flüche oder so. Das war bestimmt die Alraune. Die hat auch so einen kleinen Zauberstab dabei, habe ich genau gesehen. Die müssen wir nachher dann wohl zerquetschen und aufessen. Schade, wie so eine Avocado, weißt du, machen wir Guacamole mit einer Alraune. Perfekt. Sprich mit Nutty. Ja, das können wir auf jeden Fall tun. Vielleicht nochmal vorher ganz kurz zum Raum der Wünsche. Nochmal so ein bisschen nachfüllen hier unseren Tank, weil da ist doch bestimmt nochmal nachgewachsen. Nochmal Items identifizieren. Vielleicht auch jetzt schon verticken. Mal sehen, je nachdem. Hier, Dipdam ist doch fertig, genau. Die Venemosa, die ist auch schon ready. Junge, sehr gut. Die schmilzt immer ordentlich die Gesichter. Mega Powertrank. Edurus, siehst du, den hätte ich auch noch einschmeißen können. Das sind ja die wunderbaren Schuppen. Mega Powertränke sind sogar schon wieder voll. Sehr, sehr gut. Und dann
hatten wir ja auch noch welche. Aber ich glaube, so viele hatte ich gar nicht benutzt, war? Doch. Oh, guck mal. Oh, ich habe ehrenlos reingespammt hier mit dem Kaukohl. Nicht schlecht. Du konntest auch alles, indem du einfach einen Amboss wirfst. Ja, das ist auch geil, ne? Alter Magiewurf. Der geht auch richtig schön rein. So. Identifizieren, aber das ist alles ziemlich ass. Okay. Fantastisch. Dann geht's noch kurz nach Hogsmeade. Dann machen wir das Inventar mal noch frisch. Sonst, oh, weiß ich nämlich direkt, wie das gleich aussehen wird, ne? Für die Flüche brauchst du keine Deluxe-Edition oder so, nee. Da musst du ganz normal mit Sebastian die Quests machen. Und dann kannst du die da erlernen, wenn du willst. Du kannst aber auch sagen, nee, das ist ja alles fui fui und böse. Und dann kannst du zwar die Quests machen, aber die Flüche auch sein lassen, ne? Wenn das für deinen persönlichen Character-Flow irgendwie störend Hallo. Ist. Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Dann geht's und auch ohne. Mit klebrigen Fingern anfassen. So mache ich's ja auch, ne? Ich bin ja einer der Liebsten. Ich versuche ja immer nur zu entwaffnen und so weiter. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Das geht auch. Oh, hier von Michael Jackson, Junge. Weiße Handschuhe besetzt mit Glasperlen. Für 90, ne? Da hätte ich aber mehr erwartet. Schal des Wüstennomaden. Mahagone-Handschuhe. Ja, und die Nachtmütze. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben eine neue Brille, die scheiße ist. Oh, Kiltgewand. Ja, von 78 auf 83 ist schon not bad. Was hatten wir? No. Ah, nein. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Ja, aber ich habe sehr fette Finger, Onkel. Der hat 80 von 79. Na gut, der eine Punkt. Ist jetzt alles nicht so berauschend, ne? Nicht so berauschend. Wir sind schon ganz gut dabei, würde ich sagen. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Das ist okay. Yes, yes. Und dann können wir zum Herrenhaus. Yeah, die Quest war jetzt rot. Die anderen waren irgendwie nicht rot, obwohl die Gegner trotzdem ein bisschen über mir waren im Level. Aber ich glaube, die Quests sind gefühlt immer rot, ne? Wenn man nicht genau das Level oder sogar drüber ist, könnt ihr vermutlich sogar 10 EP fehlen. Die Quest so böse. Diese Quest ist böse, ja. Okay, ich gehe trotzdem rein, weißt du? Gar kein Ding. Bereit, Harlow zu erledigen? Ja, darf ich erstmal aufstehen? Ich muss hier wieder sonst wie lang warten. Das ist wirklich fürchterlich. Ich bin bereit, Harlow ein für alle Mal zu erledigen. Was ist dein Plan? Mrs. Bickle hat eine Eule geschickt. Sie fragt, ob wir schon Glück bezüglich Harlow hatten. Sie meint, ein Freund beim Kap am Herrenhaus könnte Beweise haben. Aber sie hat uns gewarnt, dass wir uns unbedingt da raushalten sollen. Und das mit Nachdruck. Ganz genau. Mit Nachdruck. Harlow weiß, dass wir Archie gerettet haben. Und Mr. Rape. Der Brief kam nicht von Mrs. Bickle, oder? Nein, ich glaube kaum. Harlow will uns eine Falle stellen. Aber jetzt sind wir im Vorteil. Wir können uns vorbereiten. Wir sind stärker als Harlow und er weiß das. Deshalb greift er zu dieser Trickserei. Wir müssen hin. Jo, rein da. Einverstanden. Bringen wir es zu Ende. Super. Oh, ja, super. Wir töten alle. Top. Harlows Herrschaft endet heute. Vielleicht sollten wir Officer Singer unseren Plan verraten. Ich habe schon eine Eule geschickt, dass wir einer Spur nachgehen, die Mrs. Bickle uns gegeben hat. Hm. Hast du Angst, sie sagt es deiner Mutter? Ja, aber dann ist es eben so. Ich will es nicht mehr verstecken. Meine Mutter muss verstehen, dass ich erst sicher vor den Erschwinderinnen bin, wenn alle es sind. Ich werde sie bis zum Ende verfolgen. Und ich denke, das weiß sie. Genau wie du. Ja, das stimmt. Yes, yes. Oh, wow. Sei wachsam. Harlow treibt sich bestimmt hier irgendwo herum. Ja. Ich spüre, er ist in der Nähe. Wo ist er? Ich glaube, das könnte er sein. Wir sollten uns umsehen. Ja, ich habe so eine Theorie, dass wir entdeckt wurden. Keine Ahnung. Ganz merkwürdig. Junge, diese dummen Kinder, sagt er. Hilfe. So, erstmal ein bisschen reinschmeißen hier. Und dann gönnen wir uns gleich ein bisschen Kaukohl, würde ich sagen. Like this. Jo, erstmal rumgeschmissen. So, ein paar Felsen rein. Und dann... Junge, diese Verkettung. Oh mein Gott, sie sind alle hin. Das hat perfekt geklappt. Ist das schön. Einfach nur schön. Jo, weggebombt den Eumel. Entspannt euch. Putz.
Da sind wieder zwei Inferiusse dabei, das ist nicht so schön. Dann lieber Partieberiusse. Aber die werden mir nicht so gekündigt. So, den haben wir auch gleich. Bisschen Feuer für euch. Sehr gut. Aufpassen. Oh, die sind schnell wieder, die Eumel. Müssen da drüben mal gucken. Jo. Was? Was? Sehr schön. Das war gut. Den frieren wir ein. Rollen ein bisschen ran hier. Dann ist auch der wieder aufgetaucht. Wupp. Schön der Wurf. Yes, yes. Wer hat gelitten? Expulsor! Die kleine Nazaionai, nicht wahr? Und da ist auch ihr widerlich treuer Schatten. Ihr zwei habt meine Geschäftspläne wirklich sehr oft durchkreuzt. Aber ich muss euch fast Respekt zollen. Wart ihr anfangs nur nervtötend, seid ihr jetzt zum echten Problem geworden. Juhu. Glücklicherweise bin ich dafür bekannt, Probleme zu lösen. Aha. Der fühlt sich aber auch sehr... Okay, kann ich hier... Avadan? Ist er... No. For real? Nice Problemlösung, Bruder. So habe ich in Mathe auch immer Probleme gelöst. Oder einfach gekillt von der Aufgabe. No! Natti! Nein! Natti! Oh no! Dafür hat sie jetzt ihre Verwandlung benutzt. Na toll. Jetzt sitzt sie im Rollstuhl. What the fuck? Ey, ich habe den extra so schnell weggeschottet, wie es geht. Und dann hat er irgendwie einen Nebenjob angenommen und Porno synchronisiert. Was war das Gestöhne, Mann? Ja, das war ein bisschen sehr weird. Aber gut. So ist das, wenn man von meinen Zaubern getroffen wird, ne? Oh, Natti. Heldenhaft, Junge. Reingesprungen. Wow. Bist du sicher schon bereit für Besuch? Ja, Mutter. Ich fühle mich gut und bei diesem Besuch gleich noch besser. Also gut. Aber übernimm dich nicht, Nazai. Nein, Mutter. Damn, aber Mutti hat das im Griff, ne? Hallo? Na ihr, ich bin der Besuch. Es tut so gut, dich zu sehen. Freut mich zu sehen, dass es dir so gut geht. Mir geht's besser, als es scheint. Die Brille. Ich bin nur hier, weil meine Mutter für alle Fälle darauf bestanden hat. Ah, okay. Ich war erleichtert, als sie mir sagte, dass es dir gut geht. Okay, ein Glück. Ja, wir haben das ein bisschen besser getankt in der Krypta damals, das stimmt. Aber sie ist auch schon auf dem Weg der Besserung wieder. Das ist sehr erfreulich. Dankeschön, ja. Aber nur dank dir. Wie geht es dir? Also, mir ging's schon mal besser. Aber Schwester Blaney meint, es geht bergauf. Tut mir leid, Natti. Es ist meine Schuld, dass du verletzt wurdest. Was? Nein! Dich trifft keine Schuld. Als ich sah, wie Harlow seinen Zauberstab auf dich richtete. Oh, du hast nicht nachgedacht, sondern einfach gehandelt. Du hast dich entschieden, mich zu beschützen. Wie eine echte Gazelle. Du hast schnell entschieden, mich zu beschützen. Ich tat, was ich tun musste, und ich würde es wieder tun. Ich konnte doch nicht zulassen, dass du verletzt wirst. Dann sollte ich mich nicht schuldig fühlen? Nein, natürlich nicht. Es gab nichts, was du... Oh, herrje. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt erst erkenne. Wegen Daddy? Mein Vater. Ja. Er traf eine Entscheidung. Ganz instinktiv. Du trägst heute ebenso wenig Schuld an meinen Verletzungen
wie ich an dem Opfer, das mein Vater vor Jahren gebracht hat. Nach dem, was ich von ihm weiß, scheinst du viel von deinem Vater in dir zu haben. Das ist wirklich lieb von dir. Ich hoffe, du hast recht. Das war alles ein bisschen viel, nicht wahr? Harlow und den Rest von Rookwoods Bande zu Fall zu bringen. Doch wir haben es geschafft. Rookwood ist tot. Harlow ist auf dem Weg nach Azkaban und der Rest ist auf der Flucht. Manche von ihnen werden immer noch für ihre verlorene Sache kämpfen. Aber Rookwoods Organisation ist zerbrochen. Alles ist jetzt sicherer wegen uns. Wegen dir. Danke, aber wir zwei sind doch einfach ein tolles Team. Du hast meine Zeit in Hogwarts noch viel mehr bereichert, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Danke. Ich glaube, deine Freundschaft ist eine der wichtigsten in meinem Leben. Wow. Da haut sie einfach raus. Danke, dass du mich besuchst. Es tut immer gut, dich zu sehen. Die Gazelle der Vergeltung, Junge. Heftigster Erfolgsname ever. Junge, die Erfolge heute sind wirklich anders wild. Und ich freue mich, dass sie zum einen eine Erkenntnis in dieser Daddy-Story gewonnen hat. Bin gleichermaßen happy, dass Hogwarts nicht im Saarland steht. Und freue mich, dass sie wieder auf die Beine kommt, ja. Sehr cool. Vergiss auf keinen Fall das Passwort. Okay, ja, danke für die Info und so. Cool. Das war echt ein schöner Fight. Und auch echt ein schönes Finale. Imagine, hier liegen gerade schwerkranke Leute im Krankenflügel und ich so. Junge. Einfach so eine halbe Stunde durchgehend, ne? Und keiner darf mich auffordern, wegzugehen, weil ich voll der Held von Hogwarts bin. Einfach die kranken Leute terrorisieren, let's go. Okay, ich glaube, wir haben auch da wieder gut was geschafft. Jetzt haben wir mit Poppy noch eine schicke Info. Poppy und ich haben die Wilderer besiegt und die Schnatzer gerettet. Ich frage mich, wie es ihr nach all dem geht. Ich sollte sie in der großen Halle treffen und mit ihr sprechen. Okay. Ah, das war schon krass, dass sie da für uns wirklich reinjumpt. Also, es war heftig. Hätte ich vielleicht mit dem Spuckenapf nicht gerade die Zeit meines Lebens haben sollen. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr erwidern sollen. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Was wir für eine geile Zeit zusammen hatten, oder? Ja, ich weiß, es war eine geile Zeit. Und zwar kein Avada Kedavra zu weit. Und Poppy fehlt hier. Wo ist sie denn? Kommen Sie bitte, schauen Sie. Ah, genau, dich wollte ich sehen. Ja, das dachte ich mir. Wäre auch echt komisch, wenn du mich aus anderen Gründen gerufen hättest. So. Dorin hat dich also endlich überzeugt, die Schnatzer zurückzulassen. Wenn jemand sie vor den Wilderern beschützen kann, dann die Zentauren. Und ich wollte dir danken. Als die Wilderer uns angriffen, war ich... Es war schön, nicht allein kämpfen zu müssen. Jo, ich habe gern geholfen. Ich wollte es diesen Wilderern zeigen. Ja, kompletter Hass. Natürlich. So etwas tun Freunde doch füreinander, oder? Das stimmt wohl. Gut, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Es ist jetzt schon mein bestes Jahr. Wow. Ich will natürlich keine zweite Hornschwanzhalle, aber die drei Besen haben mir gefallen. Ich wusste gar nicht, wie hübsch es dort ist. Was? Du warst noch nie in den drei Besen? Ich habe früher viel Zeit mit Wolkenschwinge verbracht. Und wer weiß, was Sirona davon hält, wenn ein Hippogreif auf ein Butterbier vorbeischaut. Wolkenschwinge ist die einzige, mit der ich hingehen würde. Oder Oma. Junge, diese verdammte Legende geht einfach mit ihrer Oma. Oder einem Hippogreif saufen. Junge, ich bin immer mit meinen Freunden gegangen, wenn ich gewusst hätte, dass es die Option gibt. Wow. Wolkenschwinge ist hervorragende Gesellschaft. Du solltest mehr Freunde finden. Nein, das ist Unsinn. Wolkenschwinge. Das ist der real shit. Da spricht nichts dagegen. Wolkenschwinge ist toll. Das ist sie. Aber ich komme langsam auf den Geschmack menschlicher Freunde. Es war schön, über meine Eltern und Oma zu sprechen und Wolkenschwinge zu teilen. Ja, sehr sweet. Time-Pyromane mit der 19 und Turokan mit dem feinen Raid am Start. Vielen Dank, Hallöchen. Hast du von deinen Eltern gehört? Du hast nicht zufällig von ihnen gehört, oder? Nein, aber das ist schon in Ordnung. Ja, irgendwie schon, ne? Bei dem, was wir jetzt so gehört und erlebt haben mit den Wilderern. Hast du deiner Oma davon erzählt? Weiß deine Oma, dass wir die Schnatzer gefunden haben? Ich konnte es nicht für mich behalten. Ich habe ihr alles gesagt.
Sie war außer sich, dass ich in der Nähe der Wilderer war. Aber sie gab zu, dass sie wegen der Schnatzer neidisch war. Sehr gut. Die Neidoma. Es war mir eine Freude, Poppy. Halt dich aus Ärger raus. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wir haben uns schon zweimal mit Wilderern angelegt. Durch dich komme ich langsam auf den Geschmack. Und mit den Zentauren als Verbündete könnte ich sogar nach Ärger suchen. True. Junge, wenn die angeritten kommen... Wir sollten uns bald mal auf ein Butterbier treffen. Vielleicht mit Wolkenschwinge? Oha. Ja. Tierisch gute Freunde. Nice. Poppy blüht auf. Ja, wenn wir jetzt in einem anderen Game wären, hätte ich eigentlich gedacht, wir haben jetzt noch heftigere Flirtoptionen, ne? Aber nein, wir sind nur gute Freunde, die ab und zu ein Bier zusammen mit dem hauseigenen Hippogreifen trinken. Ja, das ist was völlig anderes. Okay, ich würde sagen, wir machen trotzdem noch mal so eine Warterei-Session. Gucken, ob sie noch irgendwas verändert, ob sie noch irgendwer meldet. Aber meistens, wenn ich es provozieren will, dann passiert es ja tatsächlich nicht. Scheint auch hier der Fall zu sein. Okay. Dann glaube ich, haben wir gar nicht mehr so viel jetzt offen, ne? Das letzte Behältnis betritt die Höhlen der Hüter. Dann gucken wir mal, was im Kartenraum so abgeht. Da bin ich vorhin ja einfach abgehauen, ne? Das hat denen vermutlich nicht so gefallen. Alle am Lügen. Let's go. Erinnerst du dich noch dran, was Rookroot vorhin zu dir gesagt hat in Hogsmeade? Ja, mit den Kindern. Kinder sollten gesehen und nicht gehört werden. Kommt dir das irgendwie bekannt vor, der Spruch? Falls nicht, sage ich es dir später. Kinder sollten gesehen und nicht gehört werden. Der Spruch. Nee, kommt mir gerade leider nicht bekannt vor. Da kannst du mich gern nochmal aufklären. Das habe ich bestimmt dann zwischen den Streams vergessen. Aber interessant, dass du es ansprichst. So, Professor Fick steht da unten. Unsere lieben Wächterkollegen. Die sind auch nicht mad, dass ich nochmal abgehauen bin. Eine coole Zeit mit meinen Freunden hatte. Dann würde ich sagen, wir hüpfen mal runter, hä? Oh, ja. Cooler Auftritt. Läuft bei uns. Na, Professor. Die Höhlen der Hüter. Unter Hogwarts. Es wird gebohrt. Eine Zahnarztpraxis. Ich hoffe doch, die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen ein Eindringen von unten. Das hoffe ich auch. Aber selbst wenn Sie es jetzt nicht tun, versichere ich Ihnen, in Zukunft werden Sie es. Konnten Sie Professor Weasley noch erreichen? Ja. Hoffentlich kommen Sie und die anderen bald. Sie wissen, wo die Tür ist, durch die wir gekommen sind. Okay. Wow. Mist, Kobolde. Ich frage mich, ob Renrock hier ist. Gehen wir. Ey, das Timing, da kommen sie gerade mit dem Bohrer rein, oder was? Junge. Gut. Muss ich Wenn mal... Wenn seine Anhänger hier sind, kann er nicht weit sein. Muss ich mich... Wir haben Schlimmeres überstanden, Professor. Konzentrieren. Das werden bestimmt nicht wenige sein. Jetzt drehen die nochmal richtig auf hier. Oh, oh. Wir müssen in der Nähe sein. Renner. Hallo. Imperium. Na, ihr? Ich habe keine Zeit. Oh, Junge. Ja. Ups. Und was, Junge? Besonders klug zurückzukommen. Hallo. Hahaha. Das schmettert. Ich werde dich ruhen. Doch, du wirst ruhen. Wir müssen weiter. Renrock muss hier irgendwo sein. Dieser Bohrer steht zwischen uns und ihm. Verschieben wir ihn. Ich regle das. Augenblick. Junge. Das sieht aber auch gefährlich aus, ne? Damn. Bauen können sie die Eumel. Und ich höre noch einen, ne? Wo kommen sie denn? Oh! Oh! Sie haben einen Höhlentroll! Oh! Das geht nicht, erinnere mich. Oh nein! Oh nein! Okay,
nicht. Konfring. Oh, oh, Junge. Boy. Macht einen ruhigen. Apana, geht auf. Du bist uns nicht gewachsen. Ihr rennt nicht, was euch nicht gehört. Die Trolle werden. Nice. Ratio, Gewindung. Was für eine bedauerliche Enttäuschung. Inzendio. Schön. Na. Eine Sackgasse. Läuft doch. Was nun? Also, zwei Trolle waren schon böse. Professor, die Mauer. Dort geht es weiter. Sehr aufmerksam, mein junger Freund. Es klappt. Weiter. Aber wir haben ja unsere Zauber ein bisschen gepusht, ja? Wir haben mittlerweile ein leicht größeres Arsenal. Ich fürchte, Sie haben recht, Professor. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen weitersuchen. Ja, ich meine, wenn wir der lauten Musik und den Bohrergeräuschen folgen, Lumos, dann sind wir, glaube ich, richtig. Lumos. Hell genug hier. Hören Sie? Noch mehr Kobolde. Ah ja, moin. Leise in Aktion. Oh boy. Geht noch nicht, verdammt. Geil. Wir haben da hinten so ein Riesendepot, aber da kommen wir gar nicht ran an die Fässer. Ja, moin. Oh, das sind viele. Das sind ja viele. Okay, okay, okay. Wir brauchen eine bessere Position. Bisschen Kaukohl für euch. Daneben! Yes! Schön mit dem Prof, Mann. Wie in den guten alten Zeiten. Der lebt for real noch. Diese Tunnel haben uns bisher wenig Glück gebracht. Das würde ich auch so sehen, aber wir haben die Fights zumindest noch ganz gut unter Kontrolle. Da dachte ich, wir wären schon eher überrannt, aber wir sind ja auch noch nicht besonders lang drin, ne? Und die Sprengstofffässchen, die haben hier jetzt den Weg aufgesprengt. Okay. Wir kommen näher, Professor. Da lang. Spüren Sie es, Mr. Krabs? Hören Sie's. Oh! Avengers! Assemble! Die Kobolde haben die Verteidigungszauber des Schlosses umgangen. In meine Richtung! Wir werden schon fertig! Ha! Ha! Sie schaffen das! Oh! Es ist Krieg! Wir müssen weiter! Wir sind wieder mittendrin! Die Zeit, der das gesagt hat! Damn, boy! Sie kommen genau rechtzeitig, Professor Hackett! Da, Professor! Junge! Da wäre Avada aber eine Gnade!
Unverschämt! Unverschämt! Imperium! Hier zu Gänse! Pulsum! Lotio! Oh. Okay, das sind einige mehr noch. Aber geile Szene. Geile Szene. So. Ein bisschen bessere Position suchen hier. Yes, yes. Oh, der ist auch ein roter da drüben. Wer sucht noch Stress? Keiner. Oh. Stimmt, unsere Kräutertante war gar nicht da. Verdammt. Professor Garlic. Die kommt gleich noch mit einer neuen Kräuterpflanze. Oh boy, oh oh. Oh, nicht gut. Junge. Haha. Aber sehr geil, Mann. Alle mit dabei. Oh, 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 Junge. Der hat gesessen. Da war er schnell, der miese Hund. Der Wurf kam auch noch durch. Oh, oh, das ist aber gar nicht gut, Mann. Alter, das war aber close, Mann. Sehr cool gemacht. Ich bin Iron Man. Wobei hoffentlich nicht am Ende. Oh, die sehen sehr unverdächtig aus, Professor. Sehr unverdächtig. Aber sowas liebe ich ja, solche Szenen. Alle Hauptdarsteller und Statisten. Ihr starb! Schnell! Ajo. Coccus Explodus. Da ist das Ding. Junge. Die Mutter aller Kugeln. Wir haben es geschafft. Zum Glück haben wir es vor Renrock geschafft. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam, George, ihr Freund Lodcock und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden, aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt der Hüter der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben sie jetzt damit?
Ich werde es hier lassen, ich werde es öffnen. Tja. Wir können es eigentlich nicht hier lassen, ne? Gleich kommt Ranrock mit seinem Drachen und einem Bohrer. Einem Drachenbohrer oder whatever. Ich habe beschlossen, das Behältnis zu öffnen. Seine Macht darf nicht noch länger brach liegen. Nach allem, was Sie gesehen haben? Was ist mit Isidoras Schicksal? Sie haben recht. Diese Macht darf der Welt nicht vorenthalten werden. Ich will die Macht für mich. Nein, er hat schon recht. Ich will jetzt hier nicht irgendwie komplett ganz Hogwarts in Schutt und Asche legen. Aber wir können das doch auch jetzt nicht hier lassen. Es muss da gleich irgendwas richtig Dummes passieren, egal was ich machen will, oder? Nein. Sie haben vollkommen recht. Ich weiß es selbst. Der Preis ist zu hoch. Vielleicht sollte diese Magie doch besser weggesperrt werden. Das beruhigt mich. Ich weiß, eine solche Macht ist verlockend. Gut, dass Sie sich entschieden haben, sie nicht freizusetzen. Auch wenn das im Moment die richtige Entscheidung sein mag, so bin ich doch ins Grübeln gekommen. Aha. Was denn, Professor? Das ganze Jahr habe ich versucht, unsere Reise vor allen geheim zu halten, sogar vor Professor Weasley. Jetzt frage ich mich, ob ich Sie und auch die anderen früher hätte einweihen und Ihnen vertrauen sollen. Die Hüter wollten dieses Geheimnis für immer verwahren. Wie lange bewahren Sie es? Tja, es sollte bewahrt werden? Vorerst, ja. Aber war ja irgendwie auch nicht das Beste, ne? Mit dem Geheimnis bewahren ist auch nicht so gut gelaufen. Darum ewig? Fühle ich nicht. Bin für vorerst. Vorerst behalte ich es für mich. Aber wenn ich bereit bin, will ich meinen Vertrauten alles erzählen und ihre Hilfe annehmen. Das hätte Miriam wohl auch gewollt. Wir sollten anderen vertrauen. Wenn es jemanden gibt, der dieser Aufgabe gewachsen ist, dann sie. Oh oh, here we go. Die Arroganz der Zauberwelt. Oh shit. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Ranrock. Er hat dir nie gehört. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Oh oh. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Törichte, wichtigtuerische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber aufgibt. Oh no. Das klingt nicht gesund. Ultradigitation, Mann. Okay. Na, immerhin kein Bohrer, hä? Here we go. Verdammter Drache. Gut, kleines Areal. Er absorbiert die Macht des Behältnisses. Ja. Deine lebendige Magie ist meinerlich gewachsen, Kind. Confringo! Ja, tatsächlich kann ich gerade nicht viel machen, ha? Nee. Warum nicht? Muss er sich erst auspowern vielleicht? Oder was wird das jetzt? Erstmal beobachten. Ah! Okay. Das alte Farbenspiel. Ah ja! Das ist der Klatsch. Jetzt hab ich dich, Renmar. Avada dodgt er einfach. Nicht schlecht. Big Stacheln. Lucio geht aber. Oh
Okay, der hält eine Menge aus. Da muss ich aufpassen. Ja. Der hat auf jeden Fall Bock. Jetzt müssen wir wieder warten, da links, ne? Gelb. Okay. Wir können ja mal gucken, dass wir eine Venemosa stellen. In der Hoffnung, dass sie ein bisschen mitballert vielleicht. Aber sieht nicht so aus, ne? Nicht besonders viel Bock. Sad life. Doch jetzt. Aber ich weiß nicht, ob sie trifft. Das sieht nicht gut aus. Eieiei. Ja, der verliert nicht so viel Leben, wie es mir gewünscht hätte. Und wir müssen wirklich immer diese Farbdinger erstmal knacken. Okay, lila Ecke. Habe ich natürlich gerade auch nicht aktiv. Gleich ist. So. Sehr schön. Und vielleicht schmeißen wir auch noch ein Venemosa wie auch ein Edomus ein. So, schön. Die Steinplatten, jawohl. Ja. Der hat gedonnert. Sehr, sehr schön. So mögen wir das. Und jetzt ist er wieder gebufft, nicht wahr? Ja, jetzt müssen wir da auf die Manifestation wieder machen. Da oben. Zack. Jo. Also wenn er trifft, dann ballert er auch wirklich. Aber er hat gleich seine erste Leiste down. Das ist schön. Ein bisschen einfrieren. Okay. Zack. Es scheint noch Leben in dir zu stecken. Keine Sorge. Ich werde dich davon befreien. Junge, wie evil. Komm her, du Wesen. Holy shit. Beruhige dich. Du hältst mich nicht auf. Gar keinen Bock auf seinen Scheiß. Der wäre natürlich ein Zauberrad mit allen Farben jetzt ganz geil. Müssen wir ein bisschen weniger wechseln, aber kriegen wir auch so hin. Hopp. Noch eins. Oh. Mehrere jetzt. I see. Das gefällt dir also nicht. Oh nein. Oh Junge. Geil. Der hat richtig Bock, Mann. Und das kann ich zurückwerfen, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay, ein Geschoss hat er. Das kann ich zurückwerfen. Aber das ist erstmal ohne fette Nova. Max Range, okay. Okay, okay. Und wieder ausweichen. Und welche Farben kommen. Boah, das ist aber auch böse. In dem Moment, wo es sich manifestiert und es direkt zerbomben will. Da greift er an. Ja, genauso. Böses Timing, okay. Dann lieber noch einmal mehr ausweichen, oder? Verstehe. Gut, dass wir so viele Tränke so lange aufgehoben haben. Das war der zum Zurückwerfen. Okay. Der wieder. Bin mir nicht sicher, ob die einem festen Muster folgen. Ah, jetzt auf jeden Fall nicht. Der auf jeden Fall nicht, Junge. Na gut, aber Hälfte haben wir schon wieder. Ist okay. Ah, ziemlich nerviges Timing von der Abfolge. Aber schaffen wir schon. Ja. Und gleich wieder. Big Dots. Sehr schön. Zack. Sehr, sehr gut. Ja. Schön reinballern. Oh, aufpassen, der Atem, ja. Oh, hier fliegen auch Splitter. Man kann hier sehr schön auch versuchen, die Umgebung zu nutzen. Wird aber auch nicht immer richtig gut funktionieren, nehme ich mal stark an. So, wieder in der Phase. Okay, ruhig noch ein Edorus sippen. Für die Sicherheit. Da kommt unsere nächste Sphäre. Wieder das besagte Timing. Atem. Leviosum. Kutzio. Schön reinhämmern. Ja, sieht gut aus. Den haben wir gleich, den Wiesen. Schön. Du weißt nicht, was du da tust.
Okay, Junge. Vielleicht stürzt einfach ganz Hogwarts ein. Wer hat Bock? Ist das der beste Weg? Du entkommst mir nicht, Ranrock. Shit. Gib auf! Und ich gestatte dir einen schnellen Tod. Du kannst dich nicht verstecken, Ranrock. Oh Gott. Voll Final Fantasy, oder was? Scheiße. Ja, der ging voll in die Hose. Die fette Nova, wieder aufpassen. Hat nicht so eine hohe Range zum Glück. Da vorne müssen wir ran. Ja, aber Fokus leider nicht so, wie ich das gerne hätte. Oh Gott, bewegen sich die Teile jetzt auch noch, oder was? Aber Edelbus rein. Ja, schön aufpassen. Den holen wir uns. Und den holen wir uns. Nice. Boah, jetzt will das aber richtig wissen, ha? So, Nova wieder. Oh boy. Scheiße. Erstmal schön ein bisschen Snow und den Räumel. Ja. Zack. Hab zwar nicht gesehen, was ich da werfe, aber wird schon seine Richtigkeit haben. Here we go again. Ja, alles noch im Rahmen. Alles noch im Rahmen. Aufpassen. Wieder. Den haben wir. Sehr gut. Lila. Ah, nicht in Range. Schade. Eins, zwei. Nice one. Das war big. Sehr, sehr big. Edorus. Ehrenlos reinballern. Sehr gut. Ob unser Kohl was bringt? Ich fürchte nein, aber let's try. Ich glaube, der kann hier nicht besonders viel machen. Das wird wieder die fette Nova. Boah, gerade bekommt er nicht so viel Schaden, wie es mir eigentlich lieb wäre. Aber wir müssen eh wieder auf die Zwischenphase warten, wie es aussieht. Jo. Naja, unser Kohl kann hier, glaube ich, nicht glänzen. Sad. Sad Kohl Noises. Okay, oben. Big Lila. Ja, aufpassen. Atem. Den haben wir auch. Junge. Ah, da frisst er immer gut in der Phase. Das sieht schön aus. Oh. Wow. What the fuck? Junge. Oh mein Gott, er ist unten. Shit. Du kannst mich aufhalten. Junge. Das ist ja insane. Wow. Okay, der ist weg. Da ist noch ein Lilaner. Was wird das? Eine Druckwelle again? Ja. Okay. Boah. Ey, das war aber dolle anders, der Fight. Scheiße. Ich bin ja am Klicken auf diesem Controller. Junge, Junge, Junge. Okay, schnell. Sehr gut. Jo, und jetzt Big Cool Time. Cool, let's go. Da ist er. Ja. Weiß ihn kaputt. Junge. Ey, der macht Schaden. Der Cool macht Big DPS. Oh, oh. Oh, Junge. Druckwelle. Ja, wir sippen noch einen Edorus, den letzten, für die Sicherheit. Wechseln dann wieder auf den Kohl und müssen jetzt schnell rollen. Oh. Yes, yes. Okay. Mehr Kohl. Come on. Sehr gut. Kein Schild mehr aktuell. Da war das zu schnell weg. Oh, Vorsicht. Ja, das Zurückwerfen klappt nicht so, wie ich das gerne hätte. Mehr Kohl. Der Kohl carried. Was ist das denn?
weiß nicht, ob das so aussehen sollte. Confringo! Junge, der hat immer noch Bock. Beruhig dich mal. Oh. Idioto. Hey! Cool, cool, cool! Dama. Oh no. Professor. Miriam. Wir haben Kohl, Professor. Miriam. Hätte sie geliebt, mein junger Freund. Die Welt der Zauberei könnte nicht in besseren Händen sein. Ja. Oh nein, ich mochte ihn. Damn. Okay, krass. Renrock der Arscher. Ist ja einfach ein Kobolddrache. Und dann sowas. Was für ein Fight, Mann. Glaube ich selten meine Finger so verrenkt an dem Controller. Professor Elea Safik. Er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor. Und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Wow. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Mary M., oh Gott. Die ebenfalls viel zu früh verstarb. Oh. Ja, bitte verpiss dich. Ach du Scheiße. Das hat nochmal mehr wehgetan. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. So. Ach, er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden.
ohne Professor Fake? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. True. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fick! Abschuss! Jawohl! Ein Prosit. Ein Glück ist sie noch dazwischen gegangen, Mann. Was wäre das für eine beschissene Rede gewesen? Boah. Hat sie gut gesaved. Unglaublich, dass wir Fick verloren haben. Ich kannte ihn nicht so gut wie du, aber er war ein guter Mann. Gut, dass Weasley Fick so die Ehre erwiesen hat. Hey, man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte, mein Onkel hätte das auch gehabt. Ich frage mich, ob Anne mich treffen will. Sebastian, ich kann mir nicht vorstellen, was du und Anne durchmacht. Vielleicht hörst du bald von ihr. Das hoffe ich. Ich lass es dich wissen. Sebastian, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rookwood zu tun. Angeblich hat er dich vor Ollivanders Laden angegriffen. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Die Gerüchte stimmen und so war es. Aber das meinte ich nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rookwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Oh. Halt! Was? Was sagst du da? Es war keiner von Ranrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Rookwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Es waren die Anhänger. Schon immer. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Nach Rookwoods Bündnis mit Ranrock wurde Isidoras Anwesen für beide interessant. Deshalb war Rookwood dort in der Nacht, in der Anne verflucht wurde. Er arbeitete mit Ranrock zusammen. Als er deine Schwester sah, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Er hat sie also verflucht und sie für immer verändert. So grausam. Rookwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das sagst. Es war kein Kobold. Ich schätze, ich muss mich bei dir entschuldigen. Die ganze Zeit dachte ich, Kobolde seien der Feind. Aber es war nie so einfach. Ominous hat mit Anne gesprochen. Ob sie mich wohl sehen will? Ich finde es heraus und melde mich, wenn ich mehr weiß. Okay, wow, krass. Nee, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Wie cool. Oh Gott, so viele Infos und Emotionen. Was für ein Finale. Und es ist wieder Frühling. Ein neues Erwachen. Junge. Oh, das war viel. Der Kampf war richtig intens. Professor Fick hat sich sogar geopfert. Wir haben die Zukunft von Hogwarts gesichert. Krass, das war viel. Aber ich habe jeden Moment genossen. Ich hatte kurz Angst, dass der Drache mein Nemesis wird, aber ging dann doch. Gratulation! Du hast die Geschichte von Hogwarts Legacy abgeschlossen und das Ende des Schuljahres erreicht. Deine ZAGs nahen und es ist Zeit, deinen Fortschritt in deinem Handbuch zu überprüfen. Erkunde die Welt, schließe alle noch offenen Beziehungsgeschichten und Nebenaufträge ab und vervollständige dein Handbuch. Nice. Ja, Sebastian hätte Fick ein bisschen weniger hart betonen können, das ist wahr. Das ist wahr. Aber an sich, wow, ein wirklich toller Abschluss. Und Level Up wird trotzdem nicht gegönnt, Mann. Das ist auf jeden Fall auch ikonisch. Cool. Na, ich bin begeistert. Was ist das für ein merkwürdiges Poster? Achso, der ist beim Quidditch. Ich habe darüber nachgedacht, was du mir in der großen Halle erzählt hast. Ich würde gerne mit dir sprechen. Komm so schnell wie möglich in die Krypta. Na jo, jetzt melden sich bestimmt fast alle nochmal, oder? Nein? Cool, wir sind direkt uninteressant geworden, ne? Danke für nix.
Ja, dann haben wir jetzt noch so ein paar Epilog-Quests, einen Haufen Nebenquests noch offen und diese PlayStation-Exklusiv-Quests, die müssen wir natürlich auch auf jeden Fall noch machen, wenn auch nicht mehr heute. Aber da finden wir dann, glaube ich, im nächsten Stream genügend Zeit.